Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Beauty Mama XL. Heute seht ihr von mir den zweiten Teil des Geburtsvorbereitungskurses. Viel Spaß! Bis zur vierten Stunde oder vierten Treffen habe ich euch ja das letzte Mal erzählt. Also der erste Teil, den verlinke ich euch auch unten in der Infobox, falls ihr ihn noch nicht gesehen haben sollt. Ja, und dann geht quasi das mit dem fünften Treffen, der Bericht jetzt weiter. Ich habe mir wieder alles aufgeschrieben, weil es ja schon länger her ist jetzt. Also das fünfte Treffen war einer von zwei Partnerabenden. Bei dem ersten Partnerabend, also jetzt der fünfte Treffen sozusagen, ging es ums Thema Geburt. Um alles, was Theoretisches war. Also sie hat uns Plakate gezeigt und ein Kind durchs Becken geschoben. Also war für die Männer ganz lustig. Ja, also Thema Geburt und welche Möglichkeiten eben zum Schmerzlindern sind, wie uns die Männer unterstützen können. Ja, das war so das Thema generell. Es kam bei allen der Mann mit oder Freund mit, je nachdem. Es ist ein bisschen eng gewesen und sehr unbequem, weil wir dann natürlich uns die Männer sich hinter uns gesetzt haben, wir uns anlehnen durften an die Männer, weil wir einfach halt quasi statt auf einer Matte einer gesessen, waren halt jetzt zwei gesessen, also es war etwas unbequem. Vor allem hat zwei Stunden gedauert und da auf dem Boden so zwei Stunden so nach hinten gelehnt zu sitzen, war jetzt nicht so bequem. Aber wir haben es überlebt. Im Endeffekt war die Stunde trotzdem schön. Ja, also Möglichkeiten zum Schmerzlindern. Generell, dass die Männer uns massieren. Da hat sie dann gesagt, das machen wir im zweiten. Das machen wir dann im zweiten Teil des Partnerabends. Ja, dann gab es Hämopathie, also hat sie uns halt noch von sich aus gesagt, was sie anbieten kann zur Schmerzlinderung. Und es wären eben hämopathische Mittel. Dann, dass man in die Badewanne geht. Dann verschiedene Beckenübungen macht, kreisende Bewegungen, damit das Kind besser ins Becken rutscht. Dann natürlich Schmerzmittel, also entweder per Spritze oder per Infusion, genauso heißt es. Oder halt eine PDA. Dann hat sie anhand einer Puppe und eines Beckenskeletts gezeigt, wie sich das Kind quasi durch das Becken durchzwängt und dreht und windet und wie einfach der Weg des Kindes ist. Und dass generell die Aufgabe von dem Mann ist, uns mit Trinken zu versorgen, uns vielleicht einen kalten Waschlappen aufs Gesicht zu legen, uns Luft zuzufächern, uns zu massieren. Und dass auch der Mann definitiv oben am Kopf stehen bleiben soll, weil sie möchte nicht, dass die Männer umfallen, wenn sie da unten mal zwischen die Beine gucken. Ja, höchstens ist es ein Mann vom Fach, also ein Arzt oder so, der kann er natürlich dann mal gerne drunter schauen, hat sie gemeint. Aber eigentlich sollten die Männer oben bleiben. Ja, und uns motivieren, uns gut zureden, uns trösten, uns bestärken einfach und uns loben. Ja. Dann auch für den Mann ist es wichtig, dass er an sich denkt und auch mal was isst und was trinkt und sich mal hinsetzt. Und dass er ein T-Shirt unbedingt anhat, weil sonst kommt er wirklich ins Schwitzen, weil im Kreißsaal ist es recht warm. Und dann hat sie uns einfach noch so ein paar organisatorische Sachen gesagt, wie so das, der Geburtsablauf einfach organisatorisch ist. Ja, wo die Männer parken können, wo sie uns rauslassen sollen, dass ein Rollstuhl im Eingangsbereich steht, wo die stehen, auf welche Station sie müssen, wie das mit der Anmeldung abläuft. Ja, das war quasi die erste Partnerstunde. Jetzt das sechste Treffen. Da hatten wir eine private Kreißsaalbesichtigung, das ging 60 Minuten. Da hat uns die Hebamme alle im Krankenhaus versammelt, also wir sind dann zu dem Termin hin mit unseren Männern. Und hatten quasi unsere Hebamme dabei, die uns eine VIP-Führung quasi gegeben hat. Hat uns die Kreißsäle gezeigt, also drei Stück sind es. Dann, wo die Aufnahme ist, wo die Nachtklingel ist, wenn man nachts kommt. Dann generell, wo man hin muss. Ja, dann das Badezimmer quasi, das Aufnahmezimmer hat sie uns gezeigt, wo auch CDG und so geschrieben wird. Dann wo der Getränkeautomat und der Snackautomat für die Männer steht, falls es in der Nacht eben losgeht, weil da hat die Cafeteria zu. Ja, und dann auch, wo es zum OP geht, also es ist alles auf einem Stockwerk bei uns zum Glück. Also der Kreißsaal ist direkt neben dem Schwesternzimmer bzw. Hebammenzimmer und das ist direkt neben dem Eingang zum OP. Also ist alles auf einer Ebene, in einem Flur, das ist sehr praktisch. Also falls jemand einen Kaiserschnitt bekommt,
weiß er dann auch schon, wo er hin muss. Ja. Dann sind wir auf Station gegangen. Die ist auch nicht weit weg, auch auf dem gleichen Stockwerk. Und dann hat sie uns eben ein freies Zimmer gezeigt und es ist sehr groß. Also es hat mich überrascht. Es gibt nur Zweibettzimmer oder halt eben Einzelzimmer, aber dann kriegt man ein Zweibettzimmer und das zweite Bett wird einfach rausgeschoben. Also dann ist man alleine in einem Riesenzimmer. Ja, jeder hat sein eigenes Bad, also halt ein Bad pro Zimmer. Ja, und dass es eben die Möglichkeit gibt, ein Familienzimmer zu buchen. Das kostet 80 Euro für die Übernachtung extra, also für den Mann mit Frühstück und Aufenthalt und allem drum und dran. Und wenn man kein Familienzimmer möchte, sondern ein Einzelzimmer, dann kostet es 60 Euro pro Übernachtung für die Frau dann halt. Ja, dann steht eben direkt auf der Station auch stehen Getränke. Also man kann sich das selber so Wasser aus dem Kasten rausnehmen oder das in Teekannen und Kaffeekannen. Also Tee, quasi heißes Wasser und ne, verschiedene Packungen mit Teebeuteln. Und eine Kaffeekanne, dann kann man sich bedienen, auch der Mann kann sich bedienen. Ja, dann hat sie uns das Kinderzimmer gezeigt. Das ist quasi das Zimmer, wo die Kinder dann gewickelt werden können, gebadet werden können. Dann hat sie uns da gezeigt, ja, wo die Windeln sind, wo die Feuchttücher sind, dass man dort die Klamotten nehmen kann, wo der Mülleimer ist, also lauter so Sachen einfach. Dann hat sie uns das Stillzimmer gezeigt, das ist auch sehr gemütlich. Das sind so, ja, es steht ein großes Sofa drin. Es ist sehr klein, aber es ist gemütlich mit großem Sofa und Stillkissen und einer Lampe, so einer kleinen mit sanftem Licht. Ja. Dann hat sie eben auch gesagt, dass eine Stillberaterin immer vor Ort ist, wenn man Probleme hat, dann quasi ist eine spezielle Krankenschwester, die zur Stillberaterin ausgebildet wurde, immer da, die uns dann helfen kann beim Stillen. Und dass mindestens zweimal am Tag Visite stattfindet. Also mindestens einmal kommt sie pro Tag und mindestens einmal der Arzt. Ja, und das ist auch ganz praktisch, dass meine Ärztin, also die ich jetzt auch in der Praxis habe, dort eben Beleghebamme ist und dass die immer abrufbereit ist. Das heißt, wenn jetzt irgendwas ist, wird die auch nachts oder am Wochenende rausgeklingelt und die kommt dann zu mir, weil bei uns bei der Entbindung ist es so, bei der normalen Entbindung, dass die Hebamme dabei ist und quasi zum Endspurt dann einer von den Ärzten kommt. Was meine Hebamme als negativ empfindet vom Krankenhaus ist, dass es keine festen Besuchszeiten gibt. Aber das findet quasi die Klinikleitung altmodisch und sie möchte da flexibel sein. Und wenn halt meine Hebamme hat dann einfach geraten, wenn man kein Einzelzimmer möchte, sondern ein Zweibettzimmer ist, dass man das eben mit der Partnerin, mit der Bettnachbarin ausmacht, dass nicht viel Besuch kommt und dass man sich auch abspricht, wann der Besuch kommen soll, nicht, dass wirklich rund um die Uhr Besuch da ist, weil es ist der Genesung nicht förderlich. Genau. Beim siebten Treffen, das wäre jetzt quasi der zweite Partnerabend gewesen mit 60 Minuten, war ich leider krank. Da war die Symphyse so schlimm, dass ich nicht laufen konnte. Also ich habe die Beine nicht hochbekommen, weil der Geburtsvorbereitungskurs ist immer abends um 6:30. Ja, und es war leider schade, weil ich hätte mich gern von meinem Mann massieren lassen. Und er hätte auch das gerne gemacht, hat sich schon drauf gefreut, aber ich kam nicht auf, ich konnte nicht laufen, ich habe die Beine nicht heben können. Da waren diese Physischschmerzen wirklich sehr, sehr schlimm und da musste ich leider absagen. Aber generell haben sie da einfach nur so Massagen gemacht und Bewegungen, wo der Mann einen bei der Geburt unterstützen kann. Also sowas wie Apfelschütteln, dass man einfach im Vierfüßlerstand geht und Popo wackeln muss, also der Mann dann den Popo wackeln muss und solche Sachen. Das wurde mir dann berichtet. So, das achte Treffen war das letzte Treffen. Da ging es, Thema war einfach alle Übungen wiederholt, die wir während des ganzen Kurses gemacht haben. Dann und Wochenbett. Genau, das waren so die zwei großen Themen. Also bei den Übungen haben wir halt diese Wasserrücklaufübungen gemacht mit den Händen und mit den Füßen. Dann spezielles Rückentraining, also Kreisen, Drücken, was ich in den anderen Stunden euch ja schon, also im anderen Video erzählt habe. Dann haben wir alle Beckenbodenübungen wiederholt. Also ich nicht, weil wegen der Symphyse sollte ich nicht mitmachen. Ja, also Grasrupfen, die Uhr, Beckenbodenuhr, so, ne, und so. Und die Blume malen und kreisen lassen und halt die ganzen Übungen. Und dann Thema Wochenbett, hat sie nochmal gesagt, dass der Mann uns unterstützen soll, was die Aufgabe von ihm sind. Dass er halt einfach Essen kochen soll, aufräumen soll, einen Hausmann quasi machen soll.
Ja, und was ist, wenn man den Babyblues hat? Einfach zwecks Hormonumstellung kann es eben sein, dass man arg weinerlich ist oder wenn einem was runterfällt, dass es schon der Weltuntergang ist und dass man dann heult und dass es ganz normal ist und dass man einfach da durch muss und dass der Mann uns unterstützen soll und dass man sich selber auch nicht zu viele Anforderungen stellen soll, sondern dass es einfach ganz normal ist, dass man dann einfach ein bisschen debri ist. Und da hilft sie uns dann auch, da durchzukommen und der Mann soll uns eben auch unterstützen. Ja, zum Wochenfluss hat sie uns eben halt noch Tipps gegeben, wo man diese Binden bekommt und dass man halt sich schonen soll zu Hause, nicht viel rumlaufen soll die ersten paar Tage. Und sie kommt ja auch regelmäßig, wenn man es möchte, jeden Tag in den ersten Wochen oder erst in der ersten Woche. Und dann, wenn man das nicht möchte, kann man mit ihr sprechen oder dass sie halt dann alle 2 Tage kommt. Und dann wird es langsam reduziert. Sie sieht dann auch, wie gut wir zurechtkommen mit dem Kind und unterstützt uns beim Baden, beim Wickeln, bei der Nabelversorgung. Ja. Und am Ende haben wir dann noch Entspannungsübungen gemacht, wieder mit der Atmung verbunden. Also die hatten wir ja schon mal, atmen in den Bauch, in den Oberkörper. Und ja, so eine Entspannungsgeschichte noch. Und dann war eine kleine Feedbackrunde, wie wir einfach so den Kurs fanden, was wir gut fanden, was wir schlecht fanden. Also sie hat nur Lob bekommen, bis auf ein paar, die gesagt haben, die Uhrzeit war einfach doof, 6:30 mit Abendessen und ne, das war jetzt nicht so praktisch. Und so, ob wir noch Fragen hatten. Das war das Letzte eigentlich. Genau. Dann kamen halt noch so Fragen zum Wochenfluss, zum Wochenbett, wie das mit Besuch, wenn man das handhaben soll. Da hat uns halt einfach Tipps gegeben, so wenig Besuch wie möglich. Ja, lieber die Leute ins Krankenhaus kommen lassen, wenn man das lieber mag, weil zu Hause muss man dann sonst aufräumen und putzen und man möchte vielleicht einen Kaffee dann anbieten und einen Kuchen und das macht einen nur Stress. Deswegen so wenig Besuch wie möglich. Ein paar hatten halt noch Fragen zwecks homöopathischen Mitteln, was sie jetzt zur Wehenförderung nehmen können, also Himbeerblättertee zum Beispiel oder auch Zimt- und Ingwertee. Ja, und so generell so organisatorisches Telefonnummern wurden nochmal ausgetauscht und sowas. Und einfach so ein schöner Abschluss. Wir haben auch länger gemacht, wir haben bis, also 2,5 Stunden gemacht, weil es einfach so schön war. Und sie hat uns auch gelobt, dass wir so eine tolle Gruppe waren und dass es ihr auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, das war's. Der letzte Teil quasi vom Geburtsvorbereitungskurs. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!